Ja, willkommen zum letzten Haupt, Event. Also das ist die letzte Mission gewesen. Es war halt die Gold Duel Event Mission Kapitel 3, harte Bandagen, Mission 6. Das war das Hauptevent und da habe ich mir gedacht, komm, da machst du noch die lange Version wieder mal. Da hatten wir halt die kosmischen Champions als Vorteile und ich habe mir extra dann halt die leichte Mission ausgewählt gehabt, weil die schwersten, beziehungsweise ich glaube, Apokalypse hatten wir genau, wir hatten Mutanten. Auf jeden Fall habe ich hier dann, genau, wir hatten Mutanten als Puffer, die Sonderknoten nutzen konnten und hier habe ich halt mir dann gesagt, komm, die letzte Mission, die Mastung in voller Länge und da habe ich halt noch rausgesucht, das könnte ich nehmen, könnte ich Bishop nehmen oder Kolossos. Nicht jeder Champion hat den, also nicht jeder Champion nutzt die Vorteile der Sonderbuffs, die es bei Kavaliermissionen gibt, bei Kavalier-Hauptmissionen, die für 35 Tage laufen. Und dann habe ich halt eine Kyrie genommen, Apokalypse, und dann habe ich nachgedacht, will ich überhaupt Apokalypse? Kann ich nicht vielleicht Magneto nehmen oder Cable oder Domino oder Archangel? Da war ich noch nicht so sehr schlüssig, weil Apokalypse hat halt seine Vorteile, wenn er mit Cable verbunden wird. Hat halt seine vier Ladungen. Und mal ganz ehrlich, die vier Ladungen, die haben es in sich. Dann war aber so, dass ich dann gesagt habe, nee, ich nehme meinen Minister Sinister. Ich habe die Schnauze voll. Ich nehme jetzt einfach den Mr. Sinister oder und gut ist. Weil Cable habe ich immer noch nicht auf Rang 2 gebracht, weil mir andere Champions begegnet sind. In die Quer, wie Dr. Doom, den ich als 6 Sterne erhalten habe. Und dann war es mit Cable. Aber ich habe vor, irgendwann ein Cable rauf zu tun. Ja, habe ich einen Booster verwendet. Weil es war ja sowieso schon am Ende der Mission. Ich hatte sowieso viele Booster, die wollte ich aufbrauchen. War leicht auch damit zu zocken, denn komischerweise ist die KI witzig. Wenn man über 16k hat, 17k, dann ist die KI auf einmal dumm. Dann wird die KI einfach blöd und hat Angst zu kämpfen. Keine Ahnung, total bescheuert. Dachte ich mir, Alter, was ist das für eine gestörte Kabam-Politik? Ist die KI mächtiger? Also ein bisschen ist die mächtiger nur, also weil man schwach ist oder weil man dann etwas stärker ist, dann kriegt sie auf einmal Angst. Keine Ahnung. Also ich vermute eher, dass sobald man etwas stärker ist, dass die KI einfach brunzdumm wird und mit sich machen lässt einfach. Ich glaube, deswegen tut Kabam einfach sagen, ey, macht's nach der Empfehlung, weil es wird dann ganz einfach, wenn ihr stärkeren Champion mitnimmt, dann ist unsere KI, also die künstliche Intelligenz, unsere Bots, die gegen euch kämpfen, ist dann auf einmal dumm. Ne? Super. Offiziell nie von Kabam bestätigt, aber ich denke mal, das ist einleuchtend. 1 plus 1 ist 2. Ne? Weil ich habe so oft das getestet und ich bin nicht der Einzige, es haben so viele Leute getestet und wir haben es rausgefunden in der Reddit-Community und in der MCO-Community, in der englischen. Und da haben viele geschrieben und diesen Tweet hat Kabam auch gelöscht gehabt. Da dachte ich mir, okay, wenn man etwas dementiert und löscht, dann ist da was auf jeden Fall dran. Dann ist es nicht nur ein Gerücht. Ja. Wie Bussi immer sagte, wenn du den Ball wirfst und du sagst, I don't care, dann fängst du den Ball nicht auf, wenn es dich nicht trifft, wenn es dich aber nicht trifft, dann hast du ihn aufgefangen. Ne? Psychologie, umgekehrte Psychologie, ja, ganz geil gemacht. Also mit Büchern von Bruce Lee, also der war immer weit voraus seiner Gegner und hat ganz genau die einstudiert und so muss man das auch mit den Menschen machen, wie bei Kabam. Ja, da habe ich halt Iceman genommen, zurückzukommen auf die Kämpfe, da habe ich Iceman genommen. Und Iceman habe ich sehr spät draufgetan auf Rang Level 5, weil er einfach erst nächstes Jahr gebufft wird. Da wird er wirklich gebufft, aber momentan ist er Standard, also ist nichts Besonderes. Und der nächste Kampf war halt Manthing.
Und Ben fing aber Vergiftung und ich wusste nicht, soll ich jetzt nehmen Apokalypse? Und ich so, ja, ich nehme Apokalypse, hat doch diese starken Debuffs, die wirklich eingehen, also wirklich in sich hineingehen. Und ja, da wurde ich halt sehr oft überrascht mit einem Vergiftungs Debuff. Das habe ich nicht, aber ich habe damit nicht gerechnet gehabt. Und da war ich stinkesauer, denn ich dachte mir, hey, wieso wirkt auf einmal die Vergiftung? Vorher also hat die Vergiftung nie so, also sie ist nie so schnell von Manfing ausgegangen. Und auf einmal so, als würde Kibam sagen, ja, wir wissen, was du vorhast, wir machen trotzdem mal kurzen Prozess mit dir, ne, indem wir einfach die Vergiftung. Und da wurde ich halt sehr oft getroffen, weil die Steuerung wieder mal gehapert, es hat gehapert, ne, das Ausweichen, das Blocken, es hat alles nicht richtig funktioniert. Da war ich sehr wütend. Wieder mal, Kibam macht wirklich keinen Spaß zu zocken, wenn die Steuerung funktioniert. Aber ich war ja nicht der Einzige, deswegen in der Community, wenn ich da schreibe und wenn ich da mal durchlese mir das, dann bin ich dann auch so, okay, ja, mich trifft es nicht als Einzigen. Was rege ich mich da schon auf? Es trifft Millionen von Spielern und ändern tut sich das auch nicht. Man ändern wird sich das nur, wenn man mit Kalaschnikow und M16 10 Millionen Spieler an Vancouver hinschickt und dann sagt, ey, hier, ne, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr erschossen. Dann würden die sofort tun. Das ist so. So funktioniert das. War immer Revolution oder Widerstand, völkischer Widerstand, beziehungsweise Bürgerwiderstand. Ja, das war schon immer so. Ne? Wir Juden, wir müssen es wissen, wir haben es tausende von Jahren. Ne? Als Jude liebe ich die Tora, da steht das drin, dass das immer so war. Ne? Pharao Ramses wollte unser Volk nicht gehen lassen, also kam Mosche und hat kurzen Prozess mit ihm gemacht. 10 Plagen kamen noch darauf, die eigentlich unnötig waren, aber es waren nicht nur Plagen, es war eigentlich ganz anders, aber das ist wieder mal so, man muss die Tora richtig ganz genau lesen. Ja. Aber unabhängig davon kam halt die Rache und die Rache war süß und wir haben gewonnen und wir wurden befreit. So. Und das ist ein neues System kam halt. Ne? Und so ist es halt mit jedem anderen System. Auch bei Spielen. Willst du ein Spiel ändern? Willst du das System politisch ändern? Muss halt eben Widerstand geleistet werden gegen dieses politische alte System, Spielesystem. Und dann muss es an Marvel auch geschickt werden. Und vor allem an Marvel. Und dann wird Marvel natürlich sagen, hey, da gibt es zu viele Beschwerden. Oder es gibt zu viele, die in Vancouver stehen bei Kabam mit Kalaschnikows und Putin und mit dabei und jetzt entweder wir ändern was oder wir werden alle umgebracht. Ne? Und da machen die das schnell, glaub mir. Das geht ganz schnell. Ja, und ich bin nebenbei dann auch hier sehr gut weggekommen, weil ich habe dann Mr. Sinister überlegt zu nehmen. Weil der ist ja gar nicht so verkehrt, wenn er eine hohe Wertung hat. Wobei Kabam da auch wieder hier, was mir nicht gefallen hat, Kabam hat ihn hier schwach gemacht. Der wurde mal, als er Gegner war, richtig krass, war ein krasser Gegner. Und dann hat ihn Kabam richtig so schwach gemacht. Als Angreifer ist er wirklich schwach. Ja, gegen große Gegner. Habe ich nochmal Iceman genommen, weil Crossbones ist ein gefährlicher Typ, weil er kann die Sachen also abschütteln. Die meisten Debuffs schüttelt er ab, außer passive Debuffs, das kann der irgendwie nicht. Er schüttelt er die aktiven mehr ab. Da muss man auch immer unterscheiden, es gibt welche, die können passive, also es gibt Champions, die können aktive und passive Debuffs abschütteln. Und es gibt Champions, die können nur aktive Divas abschütteln und keine passiven. Ja. Und da ist das halt so, ne? Das ist die 4, ne? Das ist ein passiver Debuff von Frostbeule. Und wenn wir die SK1 machen, dann bekommt er einen Kälteeinbruch und der ist halt eben ein aktiver. Ne?
Passive haben halt immer diesen normalen Kreis, ne? Mit der manche Ablaufzeit oder gar keine Ablaufzeit. Und die Aktiven sind mit einem runden Kreis, mit so einem Rahmen. Ne? Ihr seht da bei der Wut, das ist eine aktive Wut, ein aktiver Buff, und der hat immer so einen kleinen Rahmen. Und das sind dann, dadurch könnt ihr die Buffs unterscheiden zwischen aktiv und passiv. Ja, hier ging es dann zum Sauron, der ist fürchterlich. Weil er ist ein sehr guter Verteidiger. Und ja, Sauron habe ich jetzt eigentlich nach Millionen von Jahren erhalten, sehr spät, aber Gott sei Dank, weil Sauron auf jeden Fall rauf tun, als Duplikat natürlich auch. Wenn ihr kein Duplikat habt und ihr habt Sauron aber Möglichkeit zu erwecken, macht es ruhig. Sauron ist wirklich ein geiler Champion. Ich habe ihn eigentlich nach 1000 Jahren erhalten und habe ihn jetzt sofort auf Rang 3 aufgewertet. Hab ein Duplikat mit nachgeschoben und richtig hammergeil, ne? Weil hier habe ich zum Beispiel total versagt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er unabwehrbar ist. Und ich so, ach scheiße, der ist so unabwehrbar. Verdammt. Und wenn Sauron unabwehrbare Attacken startet, dann ist das richtig cool, weil ja, er hatte Tapferkeit, seine Attacken sind unabwehrbar, seine Superkräfte sind unabwehrbar, also zusätzlich hat er noch so einen kleinen Timer und der macht es halt wirklich nicht einfach. Und Sauron ist wirklich schwierig für mich am Anfang gewesen. Ich musste erst, sagen wir mal so, mich eingewöhnen. Und mit Mr. Sinister habe ich so einiges geschafft. Und der Vorteil ist ganz klar, Mr. Sinister kann abwehren die unabwehrbaren Superkraftangriffe, aber nicht die unabwehrbaren Schlagschadenangriffe. Und deswegen habe ich dann wieder verloren. Und da war ich sehr verärgert, da war ich richtig angepisst. Und dann ist auch mal nicht gesagt, ja, da habe ich geflucht. Bäm, ich schlacht euch ab. Ja. Weil es wirklich halt ein sehr guter Verteidiger Sauron und man muss wirklich diese Mechanismen halt verstehen, wie Sauron funktioniert, wann er die schwere Attacke macht, wann er selber intercepten tut und dass eine KI, künstliche KI intercepten kann. Das war was Neues für mich und das hat er letztendlich oft gemacht. Und im Forum habe ich auch darüber gelesen, dass die Leute sauer waren, weil schon wieder so schwer. Schon wieder hat die KI sich erweitert und ist schlauer geworden. Aber so richtig schlau. Ja. Und von daher war es halt eben so Sache, scheiße, warum kann der jetzt intercepten? Warum kann er das? Warum kann er das? Ne? Und der Felix halt, der Meister-Allianz-Zocker, der hat gelacht über mich. der hat sich das Ganze angeschaut. Und hat gesagt, oh Gott, wieso kommst du mit Sauron nicht klar, der ist so easy beasy. Und ich wusste, dass der Felix immer was sagt, weil der Felix ist, ich glaube, unter den Top 50 oder 100 weltweiten Zockern. Und für den gibt's keinen Gegner, der schwer ist. Ne? Er kämpft da. Ja gut, er hat LOL gemacht mit, ich glaube, 200.000, 300k oder 500k, 800k Gegnern. Und Sauron hat er mir gezeigt, er hat den Sauron mit Ant-Man gemacht, mit Ant-Man, mit Quake, mit Thor, egal mit welchem Champion. Und da habe ich gesagt, ey, aber ganz ehrlich, man muss erst mal wissen, dass er unabwehrbar ist und dann das nicht vergessen. Weil es so, Mutanten haben eigentlich so eine Fähigkeit nicht, so wie Sauron. Deswegen ist Sauron ein besonderer Mutant. Meiner Meinung nach, weil er halt eben sehr oft seine Unabwehrbarkeit aktivieren kann. Ja. Und dann war es halt am Endeffekt noch so, Schluss, ne, Schluss, Plädoyer, ich habe dann nur noch Nick Fury gehabt, hab meine 150 Units gehabt, sicher ist sicher, falls ich da verrecke. Ich war schon total müde wie jetzt, obwohl 6 Uhr ist, wo ich das Video aufnehme. War schon ziemlich müde und angepisst einfach. Ich hatte keinen Bock mehr gehabt.
150 Units, also 120 Units hatte ich dann übrig nach den 30 und habe meine Booster gehabt. Dann habe ich gesagt, komm, zeigst, was du kannst, machst One-Shot, aber ist mir nicht gelungen. Weil ich tatsächlich hier wiederum was vergessen habe. Ich habe total vergessen, dass die für eine kurze Zeit unabwehrbar ist, unaufhaltsam und unverwundbar. Ich hasse, wenn ich solche Sachen vergesse. Da hasse ich mich selbst dafür, weil sowas darf man nicht vergessen. Selbst als Amateurzocker nicht. Sollte man schon sowas nicht merken. Aber ich habe ihr sehr viel Schaden weggenommen. Ich dachte, ich schaffe es. Ich weiß nicht, ob ich da am Anfang so sicher war, dass ich es schaffe. Aber ich dachte, ich schaffe es. Aber ich habe es, glaube ich, auch geschafft. Ich sehe gerade hier, dass ich es dann doch schaffen werde. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ja, ich schaff's. One-Shot. Es war aber nur mit dem Null-Modus möglich. Und nur rein Null-Modus. Ohne Null-Modus keine Chance. Der Kampf war also nur möglich, so zu kämpfen wegen Null-Modus. Und dann auch ein weiterer Grund zu sagen, hey, Nick Fury ist nicht umsonst raufgetan worden. Und was man halt für Belohnungen kriegt letztendlich bei Kavalier, das ist richtig heavy. Natürlich wird sich das ändern. Es wird nach Kavalier noch Ahnen kommen, ne? Also vor Kavalier ein Thronbrecher, es kommt Thronbrecher. Statt Kavalier kommt Thronbrecher, Schwierigkeitsgrad nächstes Jahr bei Eventmission. Das wird dann noch doppelt so viel Belohnungen geben, aber die wenigsten werden das Spiel spielen, weil das wird dann Hardcore sein. Ja, ja, und das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, das kommentiere, die alte Mission kommentiert, Auflage, dann einfach abonnieren, liken und kommentieren und nicht vergessen die Glocke für weitere Videos und ja, Spende wäre auch nicht verkehrt. Gibt es in den Beschreibung Details für eine Spende. Beteilige dich, mach eine Spende vor 1 Euro, wenn genug zusammenkommt. Dann kann ich auch richtig mich mal mit Missionen befassen und kann auch viel schneller Missionen auch abschließen. Weil Energie kostet dann eben Geld. Und wenn du den Kanal unterstützen willst, mich unterstützen willst, dass ich richtig fette Videos machen kann, dann nicht vergessen, einfach auf den PayPal-Spendenlink klicken und eine Spende dalassen. Und natürlich ein Abo und ein Like.